Ja, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Elden Ring, ihr Lieben. Ja, in der letzten Folge, ja, gab es einen kleinen Meilenstein. Und zwar habe ich General Radahn besiegt. Das ist toll, das finde ich cool, Leute. So, was ist das eigentlich? Ruinenübersäter Abgrund, hä? Ruinenübersäter Abgrund, Aussichtspunkt, okay. Ich bin müde schon, Mann. Lassala sagt, da oben ist nämlich die... schon wieder fällt mir der Name nicht ein. Das neue Gebiet auf jeden Fall, Leute. So, was mache ich? Ich habe einiges an Runen und ich werde noch mehr Runen sammeln. Und zwar werde ich jetzt dahin marschieren, wo der Krater des gefallenen Sterns ist. Er ist dort bei Festung Hate, daneben halt. Und da geht's dann los in die Stadt, in die ewige Stadt Nokron. Ja, Leute, ja, so ist das. Und das finde ich ja sensationell, natürlich. So, wo ist mein Pferdchen? Hier. So, wo muss ich da jetzt hin? Ah, ich weiß schon. Die ewige Stadt Nokron, Leute. So, kann man da irgendwie runter oder so? Nö, ich werde... Ich werde aber absteigen, werde so... Ah, Leute. Nö, da muss ich darüber gehen. Ja, jetzt gehen wir in die ewige Stadt Nokron, Leute. Was ist da? So viel zu dem Preis des Verrats. Also dann, auf nach Nokron. Geht nur, ich hole euch schon ein. Sehr super. Dann machen wir das, Leute! So, auf geht's nach Nokron. Ja, bitte. So, wo soll ich da weiter? Sehr gut, da sind wir. Eigentlich. Ah, so ein komischer Nebel und so. So, Leute. Da geht's nach Nokron. Es ist... Ja, nicht ohne, muss ich ehrlich zugeben. Ja, da gibt's nichts. Aber ist schaffbar. Bam. So, Nokron. Da haben wir auf jeden Fall eine goldene Rune, ein Item, ja, sehr gut. Darunter, ja. Schlaffett, okay. So, weiter geht's. Na, Mäuse. Nokron, die ewige Stadt. Ah, oh, Leute. Dann würde ich mal sagen, kämpfen wir uns durch die ewige Stadt Nokron durch. Mal schauen, wo es da... Weiß nicht, wo es hingeht, aber ob es da noch irgendwas anders gibt. Wie komme ich darüber, Leute? Jawohl! Da möchte ich nämlich das Item haben. Was haben wir da?
Silbertränenhülle. Was man mit dem jetzt machen kann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Geisterflammenfackel. Hey, cool. Na, die Geisterflammenfackel kann ich mir eigentlich statt dem da nehmen. Schaut mal, das ist cool. Die ist viel heller als die normale Fackel. Und was sich die genau bringt, lese ich euch jetzt einmal vor. Was haben wir da eigentlich für einen Schlüssel? Magischer Schwertschlüssel. Keine Ahnung, für was der ist. Entsiegelt ein Zennungstor und zerfällt danach. Ein schwertförmiger Steinschlüssel von tiefblauer Magie erfüllter Spezialgegenstand. Zerbricht das Siegel der Wichtstatuen, die in Glockentürmen verankerten Portale bewachen. Okay. Ah, der Schlüssel bleibt nach Benutzung in der Statue und kann daher nur einmal verwendet werden. Überlegt euch also gut, wann ihr ihn benutzt. Okay, gut. Das ist okay. Das wollte ich aber jetzt eigentlich gar nicht. Leute. Wie schaut's mit der Fackel eigentlich aus? Ah, da habe ich ja genau. Ich kann mich ja neu ausrüsten, Leute. Kristallschwert. Nö. Roges Rapier hätten wir auch, Leute. Schlangengott, Krummschwert, okay. Nö, ich will jetzt eigentlich was anderes haben. Hier. Was macht er? Diese Metallfackel mit kalter Geisterflamme gehört den Falkensturzrittern, die sich an unterirdischen Flüssen herumtreiben. Als im Laufe ihrer langen Suche die letzte Glut verlosch, verbrannten sie die Gebeine ihrer Gefährten. So erhielten sie zwar die kalte Geisterflamme, besiegelten aber auch ihr Schicksal als Kreaturen des Untergrunds. Talent Fackelangriff. Stoßt die Fackel vorwärts, um Gegner in Brand zu stecken. Besonders effektiv gegen Gegner mit Feuerschwäche. Okay, hey, cool. So, Ausrüstung, Leute. Und zwar habe ich einen neuen Helm. Oder nicht? Nö, habe ich ja gar nicht jetzt. Ist viel schlechter. So, da habe ich eine neue Rüstung. Leute! Schaut mal, 12, 10, 6, aber viel mehr Gewicht hat der. Radans Löwenrüstung. Ziehe ich mir auf jeden Fall an, ist viel besser. Wie schaut es mit dem Gewicht aus? Ah, das geht noch. So, Handschuhe, Radans Handschuhe bringen Robustheit zwar in Resistenz, aber Feuer, ja, bringt sich eigentlich nicht wirklich so viel. Hätte ich doch nicht kaufen brauchen. Nö, das lasse ich mir an. So, und da habe ich neue Stiefel, Leute. Da habe ich neue Stiefel. Das war's. So, passt. Neu ausgerüstet, Leute. Ja, es ist zwar, bin ich zwar ein bisschen schwerlastiger beim Laufen, also beim Ausweichen hier, aber wurscht jetzt. So, dann geht's einmal da unten weiter. Jawohl. Gibt's da auch noch weiter? Da unten? Ja, genau, da komme ich eh dann dahin. Sehr gut. Ah, der schießt Bohrbolzen. Ja, da haben wir ein Item, Leute. Silbertränenhülle, genau. Servus. So, der ist einmal Geschichte. Da ist noch jemand da. Weg mit euch allen, ihr seid... Nein, pfui! Kommt runter da. Nö, seid feig einfach. Fertig. So, Runenbogen, na bitte.
dann bin ich da auch fertig. Kann man da noch irgendwo hin oder so? Nö. Haha. Da was? Nö, nichts Besonderes gegeben. So, dann weiter geht's. Goldene Rune 6 ist cool. Ah, was haben wir da oben? Ist da noch irgendwas? Nichts verpassen hier. Nö, Leute, es ist erwartet. So, wir schauen auch nochmal in. Nur bitte 11 Minuten. Was soll das? Kann man darunter nicht? Nö, das ist nicht gut. So, da haben wir ein Item. Heranwachsender Schmetterling. So, weiter geht's. Rein da. Und das nächste. Krummfingermedizin. Ein Item hier hinten. Schmiedestein 5. Brauche ich nicht. Aber wurscht. Nehme ich trotzdem mit. Ich nehme alles mit, was geht, Leute. Ist so. So. Wo kann ich denn da jetzt runter eigentlich? Ah, hier. Da ist noch ein Item, schätze ich mal, dass da auch wieder so eine goldene Rune, ja. Boah, fast hätte ich mich vielleicht da runtergefallen, Leute. Das Item geräuchert das weiße Fleisch. Boah. So, Geistertalilie 3. Oh, Leute, ich bin fast gefrostet, Leute. So, da noch irgendwas oder nicht? Ja, da in Nokron erwartet uns auch ein Bossgegner, ja. So, Leute, und da haben wir einen Ort der Gnade. Post! Na, auf jeden Fall berühren, Leute. Ich werde mich trotzdem hinsetzen. Obwohl die dann da drin wieder sind, das ist mir aber jetzt egal. Herbeirufungsreserve aktivieren. So, Nokron, die ewige Stadt. Weiter geht's. Klangperle des Geistertalilienpflückers. Wahnsinn! Das ist unglaublich! Nicht schlecht! Nicht schlecht, Herr Specht! So, von da bin ich gekommen. Dann schaue ich mal hier hinten weiter. Dame geschmolzenen Pilz. Taube Herber. Ich werde jedes Eck hier untersuchen, Leute. Es ist so. Was haben wir da? Ah, da haben wir ein silbernes Glühwürmchen.
Weg mit dir. Ach, es hat mir gerade was gestochen hier hinten. Aua, eine Gelse oder was? Geistertalilie. So, da hinten bin ich mal fertig. Da gibt es nichts mehr Besonderes. So, da drüben möchte ich noch schauen. Silbertränenhölle, okay. Ah, hier hinten geht es auch noch an. Wartet mal kurz. Muss mal schauen hier. So, da hinten. Was ist da? Nicht schlecht mit dem Schild hier. Dunkelschmiedestein 4. Nö. Also nicht für meine Waffe, sagen wir so. So, hier hinten ist noch jemand. Da will ich auch hin, Leute. Da will ich hin. Du hast trotz deines Schilds keine Chance gegen mich. Na bitte. So, super, es hat mich eine Gelse gestochen und es beißt mich hier. So. Geistertalile 3 wäre ja toll. Ich glaube, ich brauche ich aber nicht mehr für die Anrufungen. Ich weiß es nicht, ob ich nicht schon 4er brauche. Ein Grabpfeilchen und keine Ahnung was. Haben wir da Asche der Großschildsoldaten, Leute? Schmiedestein 5. Gut, fertig da. So, da gehen wir weiter. Und gut, da gehen wir mal da rein. Da war ich noch nicht. Mich beißt es jetzt hier hinten. Wahnsinn. Servus. Was haben wir da? Ladendräne. Die, glaube ich, ist auch ganz wichtig, aber für was die jetzt genau ist, das weiß ich jetzt nicht. So, fertig. Da hinten schaue ich jetzt noch einmal hin, ob es da irgendwas gibt. Ja, zu looten auf jeden Fall. Und da ist auch noch so ein komisches Viech. Ja. Da haben wir noch was. Silbertränenhülle. So, dann sind wir mal da fertig. Und ich gehe weiter. Leute! Weil da drin ist jetzt nämlich der Bossgegner. Also da drüben irgendwo. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder kommt da jetzt noch vorher irgendwas anderes? Ja, da. Oh, Leute! Aber der ist nicht so stark. Das ist nämlich ein, sagen wir mal so, ein besonderer Bossgegner. Ich verrate euch noch nicht, wer das ist oder was es ist. Den habe ich erst seit kurzem auf meinem Xbox-Account, auch schon besiegt. Aber weiter bin ich auch noch nicht gekommen in Nokron auf meinem Xbox-Account, Leute. Ja, ich bin ein bisschen früher da hier im Let's Play, als ich es auf meinem Xbox-Kanal war. Da bin ich viel später, da bin ich jetzt mit Stufe 120 erst hingekommen. Ah. Der ist richtig stark.
Danke, tschüss. Leute. So, da haben wir was zum Looten. Da auch. Was haben wir da unten? Da ist auch noch was zum Anschauen vielleicht. Ehe wir zum Bossgegner gehen, das wird dann in der nächsten Folge, schätze ich mal, sein. Dass dieser Bossgegner gemacht wird, also gibt es wieder einen Cliffhanger, Leute. Ja, bei mir gibt es immer wieder Cliffhanger. Es ist einfach so. Laventräne und da hupfen dann die komischen... Dinger darunter, wollte ich eigentlich sagen. So, ich habe mich gerade konzentriert, Leute. Weil man darf, ich habe schon einige Male gesagt, man darf bei dem Spiel keine Gegner wirklich unterschätzen. Obwohl man denkt, ja, das ist eher einfach und leicht, aber ja, ein Schlag irgendwie falsch und du bist tot. Also, einige Schläge halt irgendwie falsch und man ist halt nicht mehr am Leben, ne? So, ich das normale. Da drüben haben wir auch noch ein Item. Nur nicht eine Silbertränenhülle. Goldene Rune 7, na bitte. Geistertalile 3. So, ihr Lieben. Dann würde ich einmal sagen, mache ich mich auf den Weg, nachdem ich das da geholt habe, zum Bossgegner. Ich schaue mir aber das noch an. Es würde es, ich weiß nicht, das könnte sich sogar in der Folge noch ausgehen, Leute. Ja, mache ich. Wurscht, gibt's halt Überlänge. Mir egal. Ich mache doch eh immer wieder so kurze Folgen. Da ist ein Weiterkommen natürlich nicht so einfach, als wenn man jetzt längere Folgen macht. So, gut, Leute. Bossgegner. Bossgegner. Und zwar, also, da drinnen erwartet uns jetzt ein Bossgegner, der genauso ist wie ich. Ha! Und zwar mein Ebenbild, Leute. Ja, das ist mein Ebenbild eigentlich. Und somit kämpfe ich jetzt gegen mich selber. Ist wirklich so. So, der Kopflose kommt rein. So, wo ist mein Ebenbild? Da kommt er gleich. Imitator, genau. Aus einer Imitator-Träne kommt der Fürst des Imitators. Also das bin ja eigentlich ich. Aufgepasst hier. Der ist wirklich aber nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht, Leute. Ich muss mich heilen, Leute. Aufgepasst hier. Der hat sich jetzt gerade geheilt, Leute. So, Kopfloser, mach was. Lass meine Kopflosen in Ruhe. Ja, der geht ganz schön runter. Mal aufheilen hier. Der ist gleich hinüber, Leute. Passt. Fertig. Großen Gegner zur Fall gebracht. Und eine Alarmträne bekommen. Jawohl. Errungenschaft freigeschalten, nehme da drinnen. Silbertränenmaske. Er schaut, wie verblut verschmiert ich bin. Nächster Gegner gelegt. Wahnsinn! Finde ich cool, Leute. Ich finde es sensationell. Ah, Leute. Wahnsinn.
So, da ist ein Ort der Gnade. Da raste ich auch gleich, Leute. Das mache ich einfach. So, rasten. Jawohl. Und wie viel brauche ich, findest du? 71.395 für einen Stufenaufstieg. Dann würde ich einmal Weisheit wäre dann, glaube ich, einmal wieder. Arkanenergie wäre auch einmal wieder cool. Aber ich muss das so viel noch trainieren, Leute. Weil 23.900 Runen sind noch nicht wirklich genug. Also ihr habt gerade gesehen, ich brauche 71.000, also für einen Aufstieg, Leute. So, dann schauen wir mal, Objekt herstellen, was kann ich herstellen? Ich könnte sogar Fett herstellen, das ist super, Frostfett. Den möchte ich haben, Leute, 17 Stück Frostfett. Und Blutfett werde ich auch herstellen, Leute. So, Pfeile ist mir auch eigentlich wichtig. Noch ein Splitterpfeile, 10. Dann werde ich mir alle drei herstellen, die gehen. Das reimt sich. Und dann kann ich eh noch normale Pfeile 27 herstellen, Leute. Krummfinger-Medizin kann ich auch 2 herstellen. Nehme ich mal für Coop-Spiele zukünftig. Ätzender Sprühnebel. Den nehme ich mir auch. Den Sprühnebel, der sprüht nämlich aus dem Mund was raus. Das steht da. Für einen Sturmwind Aurora-Rosinen, Leute. Damit er, wenn er stirbt, damit wir ihn wieder rufen können. Schriftstein offenbart mir Nachrichten aus allen Welten. Nehme ich auch, Leute. Was haben wir da? Er schafft einen magischen Bolzen. Herstellen. Ja, Leute. Ganz ordentlich. Blutstillende Boli, warum stelle ich den nicht her? So, ihr Lieben. Wir sind neu eingekleidet, wir sind wieder gewaschen, gesäubert, Leute. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weiter durch die ewige Stadt Nokron geht. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, Game Over und Ciao.